Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Sommer, Sonne, Sommerpause. Herzlich willkommen zur 09. Ausgabe. Ist das tatsächlich die 09. Ausgabe? Geil. 09. Ausgabe von Auf den Punkt. Auf den Punkt ist das kleine Podcast-Format von schwarzgelb.de und dem großen Podcast Auf Ohren. Wir sprechen heute, weil ja Sommerpause ist und die Weltmeisterschaft auch vorbei ist, was aber jetzt für unser Thema keine große Bewandtnis hat, über den nächsten Neuzugang des BVB. Und zwar, und jetzt möge mich alle, die marokkanisch und arabisch und sonstige Sprachen aus der Region sprechen, nicht dafür lynchen, dass ich das falsch ausspreche, wenn ich es falsch ausspreche, über Achraf Hakimi. Ich habe es jetzt tatsächlich einfach so gesprochen, wie man es schreibt. Der mit 19 Jahren und in Spanien geborene, dieser Satz ergibt keinen Sinn, Hallo Fanny an der Stelle, ist ausgeliehen als Rechtsverteidiger von Real Madrid und wird den BVB die nächsten 2 Jahre beehren. Und um über ihn zu sprechen, habe ich mir natürlich wie immer leider Fanny dazu geholt. Hallo Fanny. Hallo, irgendeiner muss ja auch ein bisschen Vorbereitung übernehmen hier. Ja, danke Volker an der Stelle. Und wir haben uns tatsächlich auch einen externen Gast eingeladen und dieser externe Gast ist definitiv der Jüngste in dieser Runde, schreibt allerdings seit einigen Jahren professionell für Spox.com, für den DFB, kriegt dem DFB an der Stelle, und Yahoo über Fußball in Spanien. Er ist selbst Trainer mit einer B-Lizenz und studiert aktuell Sportmanagement, was er dann hoffentlich in wenigen Wochen erfolgreich abgeschlossen hat. Ben Bartmann ist unser Gast. Hallo Ben. Hi, freut mich hier zu sein. Ja, uns freut es erst, wenn du wüsstest, wie sehr uns das freut, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der uns vielleicht irgendwas über unseren Neuzugang aus Spanien, Schrägstrich Marokko sagen kann. Ihr werdet das vielleicht merken, wir werden den Rest der Episode einfach nutzen, um nicht seinen Namen aussprechen zu müssen. Wir haben uns schon gut überlegt, wie wir das jetzt einfach immer formulieren in den nächsten 30 Minuten. Ja, Fanny, möchtest du noch was zum Thema 30 Minuten sagen? Ich könnte sagen, dass ich schon mal auf unsere Uhr drücken kann, während bei dir im Hintergrund schon wieder Kinder rumschreien. Aber das ist okay, denn Kinder sind unsere Zukunft. So wie auch unsere neue Nummer 5, und jetzt habe ich mal die Zeit gestartet, dass auch das die Zukunft ist. Denn das ist ja durchaus ein interessanter Mann, wenn man einfach mal so auf die puren Statistiken guckt. Der Junge wird Ende des Jahres wieder irgendwann 20. Und hat eigentlich schon ganz schön viel erreicht oder hat schon ganz schön viel auf seiner Habenseite stehen. Er hat jetzt schon eine WM gespielt mit Marokko, hat alle 3 Vorrundenspiele über 90 Minuten bestritten. Da wusste man aber noch nicht, dass er zum BVB kommt, sodass ich da jetzt noch nicht die Chance genutzt habe, um den mir da ganz genau anzugucken. Hat auch schon 13 Länderspiele insgesamt für Marokko bestritten. Und hat auch schon in Spanien ordentlich Einsätze gesammelt, hat in La Liga, also in der ersten Liga, 9 Spiele gemacht, da schon 2 Treffer erzielt, hat in der zweiten Liga 4 gespielt, hat 28 Einsätze sich dort schon sammeln können, hat in der Youth League 16 Spiele machen können in der letzten Saison und dabei auch schon 4 Treffer und 2 Vorlagen gesammelt. Hat auch in der letzten Saison der Champions League 2-mal schon über 90 Minuten hinweg gespielt. Das waren beide Spiele in der Gruppenphase gegen Tottenham. Und das finde ich, also als ich mir heute diese bloßen Statistiken angeguckt habe, fand ich das für so einen 19-jährigen Spieler schon mal interessant und durchaus vorzeigbar. Aber Ben kann uns über den bestimmt ein bisschen mehr erzählen. Wann ist denn der vielleicht der 1,90 große Abwehrspieler? Wann ist der denn als erstes Mal so richtig in Erscheinung getreten in der spanischen Liga? Da kann man jetzt natürlich ein bisschen darüber reden, weil du gerade eben auch gesagt hast, zweite Liga wollte ich noch kurz reingrätschen. Das ist nämlich tatsächlich die dritte Liga, die in Spanien sinnvollerweise zweite Liga heißt, weil dann noch der Sponsorenname bei der zweiten Liga reingeschoben wurde.
Aber ich finde hervorragend, dass du reingrätschst, weil das ist genau das, was Leute tun, die bei uns im Podcast sind und irgendwas dazwischen rufen müssen. Die grätschen immer rein. Ich finde sehr schön, dass du das schon adaptiert hast. Ja, musste sein, ne? Wo hat man ihn zum ersten Mal gesehen in der spanischen Liga? Das war, soweit ich mich jetzt zurückerinnern kann, glaube ich, im Herbst 2017 müsste das gewesen sein, also in der vergangenen Saison. Da hat er als Außenverteidiger gespielt, als Real so ein paar Probleme in der Defensive hatte. War davor ein paar Mal im Kader, ein paar Mal nicht. Also es ging so ein bisschen hin und her. Ich glaube, man hat halt so ein bisschen auf die Chance gewartet, wann er denn mal spielen könnte. Und dann hat er direkt zwei Spiele über 90 Minuten gemacht, was dann natürlich sofort für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Weil wenn einer direkt reinkommt, direkt zweimal 90 Minuten spielt, ist natürlich klar, dass dann da die Leute drauf gucken. Gerade weil man ja bei Real immer ganz heiß drauf wartet, dass da ja ein Jugendspieler nach oben rauskommt, den man präsentieren und herzeigen kann. Gerade im Fall von Hakimi natürlich, der ja wirklich seit 13 Jahren, glaube ich, jetzt schon für Real spielt. Dementsprechend stolz war man natürlich drauf und hat ihn auch gerne vorgeführt praktisch. Warum leiht Real ihn dann jetzt aus? Das liegt, denke ich, an der Kadersituation von Real. Wenn man sich die jetzt mal anguckt, Hakimi ist ja Außenverteidiger, rechts oder links. Und da ist Real jetzt nicht so schlecht besetzt mit Carvajal, der ja eigentlich gesetzt ist, und links Marcelo, der nicht weniger gesetzt ist. Jetzt haben sie noch Odriozola dazu bekommen im Sommer. Das heißt, gerade auf der rechten Seite würde es halt sehr, sehr eng werden mit Einsätzen. Links vielleicht ein bisschen mehr, aber Marcelo ist halt am Ende einfach der Stammspieler und Hakimi ist auf einem Niveau, denke ich, wo er jetzt Spielpraxis braucht, wo er Einsätze braucht, auch auf dem Niveau halt, das er jetzt, denke ich, gefunden hat, nämlich auf einem relativ hohen Niveau, vielleicht nicht ganz dem Spitzenniveau, aber auf einem Niveau, auf dem er sich entwickeln kann mit einem guten Trainer. Also er ist halt momentan so einen kleinen Knackpunkt seiner Ausbildung oder seiner Karriere, in dem er dann jetzt auch anfangen muss, Erfahrung zu sammeln. Ist das denn so auch die gängige Vorgehensweise von Real Madrid? Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Daniel Carvajal, der ja auch in Deutschland ausgeliehen war und dann jetzt den Sprung in die erste Mannschaft da ja ganz locker geschafft hat eigentlich. Gibt's da noch mehr Beispiele für, dass Real so junge Spieler dann schon mal erstmal verleiht und dann guckt, ob sie zünden und sie sich dann wieder zurückholt? Oder ist das eher eine Ausnahme? Ja, es ist nicht ungewöhnlich. Also gerade in Spanien oder gut, Italien auch, aber jetzt vor allem in Spanien ist es schon oft so, dass da die Jungs aus der zweiten Mannschaft nach oben kommen und dann irgendwie erstmal irgendwo geparkt werden. Das ist jetzt bei Real genauso, wie es bei anderen Vereinen auch ist. Klar ist natürlich, wenn man jetzt guckt, Real oder bei Barca auch, ist es ja sehr schwierig, direkt reinzukommen. Also man kann nicht sofort von 0 auf 100, so wie Asensio zum Beispiel, da einsteigen, sondern viele brauchen diese Zwischenstation. Das kann jetzt Ramos sein, das ist natürlich schon einige Zeit her, der war ja auch beim FC Sevilla. Das kann aber auch zum Beispiel jetzt jüngstes Beispiel Lucas Vázquez sein. Mayoral zum Beispiel ist ja auch jemand, der zurückgekehrt ist aus Wolfsburg. Also es ist schon irgendwo gängige Praxis. Llorente fällt mir gerade noch ein, der war ja auch ausgeliehen. Ist jetzt diese Saison dann feste Kader. Das heißt, also es ist nicht ungewöhnlich. Das heißt, du würdest den BVB-Fans dann auch eigentlich schon so ein bisschen einen Zahn ziehen, wenn man sich so ein bisschen auf so eine Weiterverpflichtung freuen könnte. Der BVB hat ja keine Kaufoption. Es gibt wohl diese Matching-Klausel in dem Vertrag, dass der BVB, wenn ein Angebot für Hakimi bei Real eingeht, dass man das dann mitgehen kann und das dann den Vorzug wohl kriegt, wenn man den gleichen Preis bezahlt. Irgendwie so habe ich es zumindest gelesen. Aber wenn der jetzt in 2 Jahren in Dortmund funktioniert, wird Real den dann eher für sich selber beanspruchen. Das dürfte dann wohl eher schlechter sein, was eine Weiteranstellung hier angeht. Ja, wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher wie bei anderen Spielern. Also klar, es sind 2 Jahre, in denen kann natürlich eine Menge passieren und man muss dann halt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber dadurch, dass Real jetzt mit Carvajal und Odriozola 2 relativ junge Rechtsverteidiger hat, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass Hakimi in 2 Jahren zurückkommt und Carvajal ist kurz zum Karriereende und er kann da dann locker einsteigen, sondern er muss sich dann immer noch gegen einen 28-, 29-jährigen Nationalspieler durchsetzen. Er hat immer noch dann, Odriozola müsste glaube ich 24 sein,
sich auch durchsetzen. Also ganz so einfach ist es jetzt nicht unbedingt. Das heißt, der BVB kann sich da schon Hoffnungen machen. Wie viel es dieses Matching Right wert ist, würde ich ein bisschen in Frage stellen, weil am Ende, wenn der Spieler, der 2 Jahre bei dir war, von der Leihe nach Madrid zurückgeht, man hört ja so oder so, ob er jetzt ein Angebot bekommt, das kriegt man schon irgendwie mit, schätze ich mal. Da würde ich dem jetzt nicht so viel Bedeutung zumessen. Die Klausel existiert ja nicht, das heißt, am Ende muss sich der BVB wahrscheinlich einfach gegen andere Vereine behaupten und gerade bei einem Spieler von Real, der jetzt jahrelang gute Leistungen gebracht hätte eventuell, ist es dann natürlich schon schwierig, sich da durchzusetzen. Da gibt es eine Menge Interessenten dann, die eventuell auch ein bisschen finanzstärker sein dürften. Aber wie gesagt, 2 Jahren kann halt eine Menge passieren. Klar. Bleiben wir mal bei dem, was wir gesichert sagen können oder was ein bisschen weniger im Bereich der Spekulation liegt. Wenn du jetzt uns, Jens und ich haben, glaube ich, jetzt noch nicht viel von Achraf Hakimi gesehen, weder bei der WM noch bei Real und sind damit eher ahnungslos. Wenn du uns jetzt beschreiben sollen würdest oder müsstest, wer dieser Spieler ist und was er vielleicht besonders gut kann, was würdest du uns dann sagen? Also gerade, was an ihm sehr interessant ist, sind die Bewegungen in den Strafraum rein. Da hat er so ein bisschen, wenn man einen Vergleich irgendwie ziehen will, vielleicht am ehesten Marcelo, ansonsten gibt es da nicht so viele Außenverteidiger, die ähnlich vorgehen. So ein bisschen, es sieht ein bisschen komisch aus, weil er taucht auf einmal in irgendwelchen Räumen auf, in die er gar nicht reingehört. Er sprintet da irgendwo in den Strafraum rein, aber dadurch, dass er irgendwie mal selbst Offensivspieler war, dadurch, dass er da ein bisschen Erfahrung hat, dadurch, dass er eine gute Technik hat, kann er mit diesen Sprints schon was anfangen. Und dadurch, dass er halt als Außenverteidiger in einer Gegend auftaucht, in der normalerweise kein Außenverteidiger auftaucht, stellt er den Gegner natürlich schon vor ein paar Fragen. Also wer geht da mit? Wer ist jetzt für ihn zuständig? Jetzt haben wir auf einmal, sind wir durchbesetzt, also wir sind in Unterzahl im Strafraum, dann schafft er da Fragen, die natürlich darin resultieren, dass er relativ torgefährlich ist und auch Tore vorlegt, weil er praktisch als freier Mann da reinkommt in vielen Situationen. Ich glaube, das macht so ein bisschen seine Besonderheit aus, dass er nicht dieses konventionelle Linie rauf und runter, das kann er auch, aber dass er auch immer mal wieder plötzlich wo auftaucht, wo er jetzt so schulbuchmäßig eigentlich nicht hingehört. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass er defensiv schlecht ist? Also wenn du seine offensiven Qualitäten jetzt so hervorhebst? Ja, also wie gesagt, das ist ein offensiver Verteidiger. Ich glaube, da hat er seine Stärken und auch seine Vergangenheit. Aber ich würde ihn jetzt nicht als defensiv schwach bezeichnen. Also er ist nicht so einer, der dann den Sprint anziehen muss, um dem Konter noch hinterherzukommen, sondern er hat da schon ein gutes Gefühl dafür, was natürlich auch irgendwo an der Spielweise von Real liegt und was dann eben auch beim BVB eigentlich klappen könnte. Favre ist ja jetzt auch niemand, der seine Jungs da auf totem Verderben nach vorne schickt, sondern der wird da schon darauf achten, dass auch Hakimi sich so einfügt, dass seine Offensivstärke zur Geltung kommt, aber er gleichzeitig die Defensive nicht vernachlässigt. Da würde ich ihn auch nicht unbedingt als schlecht beschreiben oder sowas. Das würde ich so nicht sagen. Ja klar, so ein, zwei kleine Sachen, die ich mal gesehen habe, da geht er mal zu schnell ins 1 gegen 1, habe ich bei der WM jetzt öfter mal beobachtet. Dann wird er leichter ausgespielt, weil er halt noch abstoppen muss. Er ist auch gerne mal einer, der halt hinten, wenn es ein bisschen unübersichtlich wird, nach einer abgefangenen Flanke oder nach irgendeinem hohen Ding, den Ball einfach raushämmert und jetzt nicht unbedingt die klugste und schlauste Lösung sucht. Aber ich glaube, das ist in Ordnung für einen Verteidiger. Er muss ja nicht immer den Busquets machen und da mit einer Hacke und einem Außenrisspass sich befreien, aber ja, gerade in Dortmund kann das ruhig mal mehr passieren, dass der Ball einfach mal hinten rausgeknallt wird, wenn es brennt. Ich wollte gerade sagen, ich fand das auch das erste nicht ganz so sympathisch. Das erinnerte mich so ein bisschen an Kevin Großkreuz, als er dann auch zum Verteidiger umgeschult wurde und gefühlt in jedem Zweikampf direkt die Grätsche auspackte und deshalb super leicht auszuspielen war. Da dachte ich so, okay, nicht so cool, aber den Ball einfach mal rauspölen, sehr, sehr gerne. Ich habe gerade überlegt, ob ich das sage, dass man das ja beim BVB bisher nicht so oft gesehen hat. Also dürfte vielleicht auch ganz gut ankommen. Ist es nicht immer die beste Lösung, glaube ich, aber ich meine, aufgeräumt ist aufgeräumt. Ne? Eben, weg ist weg. Das ist schon mal ganz praktisch. Ja, das, was du angesprochen hast, dass er viele Treffer erzielt hat, das fällt einem ja tatsächlich direkt ins Auge. Was sind das denn für Treffer, die er dann so erzielt? Oder gibt es so das
Schema dann? Irgendwie sind das Distanzschüsse oder du sagtest ja, er tritt eher in Räumen auf, in denen man ihn nicht erwartet, also dann eher von innerhalb des Strafraums oder man hat auch irgendwelche Kopfballsituationen, die er da schon mal ganz gut geklärt hat oder beziehungsweise wo er ein Tor rausgemacht hat oder sind das einfach alles unterschiedliche Modelle gewesen? Da muss ich auch gerade überlegen. Es gibt nicht so diese klare Einteilung, dieses typische Toni Kroos-Tor mit dem Abriss ins untere rechte bzw. linke Eck rein. Hakimi ist, glaube ich, eher ein Spieler, der da relativ variabel ist. Also es gibt Szenen, in denen er im Konter von rechts nach innen mitsprintet, mit der Grätsche den Ball gewinnt und weiterrennt. Und es gibt auch Szenen, in denen er einfach einen Abpraller irgendwie vorbeistochert, wo halt keiner mit ihm gerechnet hat, weil er da plötzlich auftaucht. Es gibt Szenen, wo er Flanken mit dem Kopf nochmal querlegt, weil er so ein bisschen halb rechts im Strafraum steht und er dann den Ball mit dem Kopf nochmal in die Mitte bringt. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann das kategorisieren und sagen, das ist sein typisches Ding, das er durchzieht. Okay. Wo hat er denn seine großen bedeutenden Schwächen? Weil bisher klingt das ja so ein bisschen nach eierlegende Wollmilchsau, die vielleicht noch nicht perfekt geschliffen ist, aber schon ziemlich viel kann. Ich glaube, das beschreibt ihn schon relativ gut, weil er tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Anlagen hat, finde ich. Und mit den richtigen nächsten Jahren, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger werden kann, von denen es ja wirklich nicht so viele gibt. Wenn man jetzt irgendwie was rauspicken will, dann wäre es aus meiner Sicht das Passspiel, finde ich manchmal nicht ganz so. Also er ist kein Kimmich und er ist auch kein Dani Alves in den Sachen. Er ist einer, der bekommt den Ball, dann geht der Kopf hoch, dann guckt er mal, dann spielt er den Ball wieder nach innen. Also er ist keiner für die kreativen Lösungen, aber dass es unbedingt sein muss, würde ich auch ein bisschen bezweifeln. Aber er ist schon einer, der da auch mal das Tempo verschleppen kann, der vielleicht auch mal ein Pressing-Auslöser sein kann, weil man weiß, er hat nicht so das ganz offene Stellungsspiel, er kann sich nicht so aufdrehen, wie man es vielleicht gerne sehen würde, sondern er ist einer, der gerne den Pass bekommt, ihn annimmt, mal kurz guckt und dann spielt er ihn wieder zurück und dann bewegt er sich halt woanders hin. Das hat man jetzt aber vor allem, oder ich habe das vor allem mit Marokko beobachtet, bei Real bin ich mir gerade nicht so sicher, ob das da auch mal so aussieht, gerade weil ja die Sechser von Real oft seinen Raum einfach besetzen und Hakimi dann höher stehen musste. Jetzt kommt er in Dortmund ja erstmal tatsächlich als Außenverteidiger, so wurde es zumindest kommuniziert, gerade als Rechtsverteidiger, um Lukas Piszczek, der jetzt auch so langsam in die Jahre kommt, ein bisschen zu entlasten. Du hattest selber schon gesagt, auf links könnte der da genauso gut aber aktiv werden, da ist Marcel Schmelzer ja auch zum Beispiel mal einer, der vielleicht auch mal eine Pause zwischendurch gebrauchen könnte. Gibt's denn auch, oder ist es denn auch denkbar, dass er schon mal im Mittelfeld dann nochmal so eine Position übernimmt, oder ist er jetzt schon sehr auf seine Rolle als Außenverteidiger jetzt reduziert? Du hattest ja angesprochen, dass er eigentlich ja sogar schon ein bisschen weiter vorne mal gespielt hat. Genau, also offensive Flügel könnte ich mir schon vorstellen. Das kann vielleicht auch dann passieren, wenn er, wie wir vorhin kurz überlegt haben, eventuell defensiv nicht immer so zur Stelle ist. Das könnte klappen. Ich gehe aber schon davon aus, das waren ja, glaube ich, auch die Aussagen, die so ein bisschen getätigt wurden, es soll noch ein Außenverteidiger kommen. Ich denke schon, dass er dafür eingeplant ist und ich sehe ihn schon eher auf der rechten Seite eigentlich. Also links hat er, glaube ich, bei Real zumindest nicht sehr oft gespielt, bei Marokko ein bisschen öfter. Und ich würde schon eher sagen, er ist ein Rechtsverteidiger. Also da hat er eher seine Stärken als auf der linken Seite, glaube ich. Aber rechtsoffensiv könnte gehen. Ist er denn ein Rechtsverteidiger fürs 4-4-2 klassisch oder würde ihm vielleicht ein 3-5-2 oder sowas viel besser liegen? Also wenn er tatsächlich nicht in letzter Reihe verteidigen muss, sondern noch ein Stück offensiver spielen könnte. Das könnte ihm entgegenkommen. Vor allem, wenn ich jetzt gerade nachdenke, wäre ja dann offensiver vielleicht ein bisschen besser abgesichert, da ich das hinter ihm eine Dreierkette spielt. Das könnte klappen, hat aber wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Fällt mir zumindest in der Vergangenheit nicht so ein, weil Real ist ja dann doch festgelegt gewesen. Da war nicht viel mit Dreierkette und auch in der Jugend von Real, glaube ich, müsste es eine Viererkette gewesen sein. Da war ja Zidane auch eine Zeit lang unterwegs.
Kannst du da denn was zu sagen? Weiß man da etwas drüber, wieso diese Ausbildung abläuft? Wir haben ja eben gesagt, dass er jetzt wirklich sehr lange auch schon bei Real Madrid da durch die Jugendakademie gegangen ist und da auch für die unterschiedlichen Jugendmannschaften gespielt hat. Weiß man da was drüber, inwiefern die da ausgebildet werden und oder auf was für Punkte da Wert gelegt wird in der Ausbildung? Puh, also bei Barca könnte ich jetzt wahrscheinlich alles rauf und runter erzählen. Bei Real ist es für mich persönlich ein bisschen schwieriger. Grundsätzlich glaube ich, ist es, wenn man allgemein auf den spanischen Fußball jetzt guckt, im Vergleich zum Beispiel zum deutschen Fußball oder zum englischen Fußball, die Spanier setzen sehr, sehr viel auf Taktiktraining, das gleich eingebettet ist in auf Techniktraining, das schon eingebettet ist im Taktiktraining. Also nicht nur die Ausführung der Entscheidung, sondern auch die Entscheidung gleich mit. Also ganz viele Spielformen, diese Rondos, die man kennt, Überzahlsituationen, so Felderwechselspiele, all das ist in Spanien sehr weit verbreitet. Ich denke, das wird dann auch in der Real Castilla natürlich verwendet. Und das macht die Spieler normalerweise technisch sehr, sehr gut, weil sie immer unter Druck agieren müssen. Es gibt nicht diese, also die gibt es schon, aber die gibt es nicht in dieser Häufigkeit, diese Übungen ohne Gegnerdruck von Hütchen zu Hütchen zu Hütchen zum Abschluss, sondern es gibt sehr viele Spielformen, das macht die Spieler technisch stark, relativ pressingresistent, und sie haben auch eine relativ gute Entscheidungsfindung, was natürlich auch wieder ein bisschen vom einzelnen Spieler abhängt. Aber das ist, wie gesagt, grundsätzlich ein bisschen spanische Denke, da kann man jetzt einfach nur davon ausgehen, dass es auch bei Real so ist. Ja, aber ist ja durchaus realistisch, dass das durchaus realistisch. Alter. Was mir dazu gerade einfällt, ist, wenn man sich Sachen von Hakimi anhört, dann merkt man, dass er auf jeden Fall mitbekommen hat, wie man mit Medien umgeht, was man sagt, was man nicht sagt. Also er ist einer, der sich da nicht hinstellt und sich jetzt was ausdenkt, sondern der weiß schon sehr genau, dass er stolz auf die Mannschaft ist, dass es ein tolles Spiel war, aber dass das nächste genauso schwierig wird und dass man jetzt auch von Partie zu Partie denken muss. Also das hat er schon eingeimpft bekommen. Ich glaube, das ist eine der zentralen Säulen in der Realausbildung, dass man das mitbekommt. Okay, ja, dann redet er hoffentlich auch bald von den ganz tollen Fans, und die er immer unterstützen und der Unterstützung, die er in der Form noch nie erlebt hat. Und aber natürlich sind die Fans von Real trotzdem sehr, sehr toll. Er möchte die damit natürlich nicht herabwürdigen oder dergleichen, sondern... Ja. Okay. Ich glaube, er hat ja schon relativ offensiv gesagt, dass er zu Real zurück möchte eines Tages. Sofern ich mich erinnern kann, hat er das ja gepostet bei Instagram, so wie man das neuerdings macht. Mhm. In seiner Verabschiedung. Weiß man denn irgendwie was über den Charakter, der so dahinter steckt, oder war das, ist das mehr unauffälliger gewesen, dass der jetzt einfach ja ein junger Spieler war, der seine Arbeit erledigt hat, oder hat man da schon, weiß nicht, irgendwie schon die Fotos von irgendwelchen teuren Autos gesehen oder sowas? Ist er ein bisschen extrovertierter oder so, oder ist er da, was Social Media und sowas angeht, noch eher ein unbeschriebeneres Blatt? Ich würde ihn auch eher als unbeschrieben bezeichnen, wobei das weiß man ja aber nicht so richtig, ob er einfach einen guten Manager hat oder ob er wirklich so ist. Aber wenn man da mal durchscrollt, das ist ein ganz großer Teil, sind halt Teamfotos und mit seinen Kameraden im Training, nach Spielen, stolz auf die marokkanische Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also es ist kein, auf gar keinen Fall so ein Aubameyang, und das sollte ja eigentlich im Normalfall, denke ich, auch reichen. Wenn er ein bisschen extrovertiert ist, ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Würde ich ihn jetzt aber, glaube ich, so vom Gefühl her nicht unbedingt bezeichnen. Okay. Jetzt bin ich gerade unsicher. Als ich habe irgendwo auf Twitter damals gelesen, als es um Hakimi ging, dass jemand geschrieben hat, dass Hakimi ein kommender Weltklasse-Spieler ist. Das finde ich jetzt leider allerdings nicht mehr so ganz. Der war da relativ überzeugt davon, und ich weiß auch, dass das nicht irgendein random Twitter-User war. Ich krieg's jetzt leider noch nicht mehr auf die Reihe, wer das wirklich war. Also ich war es nicht, und damit sind alle nicht random Twitter-User ja eigentlich schon abgegrast. Ja. Ich war es auch nicht. Ist es denn aber, wenn man dich damit konfrontieren würde, du hast es ja schon gesagt, dass er ja schon so ein bisschen durchaus Entwicklungspotenzial hat und ordentlich sich noch steigern kann schon echt was verspricht. Könnte man das also, wenn man sich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster legen möchte und mal was wagt, ist das eine Aussage, die du unterschreiben könntest? Ja, boah.
da tue ich mich immer ein bisschen schwierig damit, weil ich meine, am Ende verletzt er sich jetzt, fällt 6 Monate aus, dann sieht alles ganz anders aus. Ich denke, das Potenzial ist groß, sehr groß bei ihm. Es wird halt jetzt ein bisschen darauf ankommen, wie die nächsten Jahre laufen. Also ist Dortmund auch, denke ich, mitentscheidend dafür, wie die restliche Karriere läuft. Ich meine, wenn er sich jetzt gegen Piszczek zum Beispiel nicht durchsetzen kann und da 1-2 Jahre auf der Bank verbringt, da kann ja auch das Immobile-Syndrom dazukommen beispielsweise. Das ist ja sein erster Auslandsaufenthalt. Kann schon passieren, dass es dann auch in eine ganz andere Richtung geht. Aber ich glaube, allein vom spielerischen, vom fußballerischen, sportlichen Aspekt her, hat er sehr gute Anlagen, die bei einem guten Verlauf seiner Karriere sicherlich irgendwie seinen Weg in die besten Außenverteidiger der Welt so führen könnte. Ist ja sogar nicht nur sein erster Auslandsaufenthalt, ne, sondern so mal irgendwie so komplett raus aus der Komfortzone, ne. Wenn er jetzt wirklich nur bei Real war, der war früher in der Jugend, war er tatsächlich, kommt er aus, von Colonia Ofigevi, wo er 2005, 2006 zuletzt gespielt hat, und seitdem war es wirklich ja dann nur Real und nur Madrid, dann ist es ja jetzt erstmal einfach eine ganz, ganz andere Herausforderung für ihn. Ja. Auf jeden Fall. Also ich denke, das wird ein ganz entscheidender Punkt werden, wie man ihn integrieren kann und wie er da reinpasst. Gerade von Marokko / südliches mittleres Spanien nach Deutschland zu Dortmund ist halt schon eine Umstellung. Nicht nur was Klima angeht, sondern sicherlich auch was Mentalität angeht, Liga, Trainer etc. und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach werden wird. Erst ein paar Wochen und vielleicht sogar Monate. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Favre ist ja jetzt schon bekannt dafür, dass er Leute auch irgendwie fördern kann und aus denen was macht. Ja, durchaus. Also glaubst du auch, dass es sogar ein sinnvoller Transfer ist, jetzt auch in Verbindung mit Favre? Du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen und hast ein paar Mal den Namen schon in den Mund genommen und hast gesagt, dass er sich da ja ganz gut eignen würde. Also ist das auch schon potenziell passend? Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Also Favre hat ja, falls er jetzt nicht was völlig anderes plant, so ein bisschen relativ defensives Ballbesitzspiel, sage ich mal, eher etwas weiter hinten. Da würde Hakimi ganz gut dazu passen. Haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, dass er vielleicht da seine Schwächen hat. Wenn es dann alles ein bisschen sicherer abläuft, dann kommt ihm das sicherlich entgegen. Verteidigen kann er auch, gerade in einem Favre-System, kann ja eigentlich jeder Spieler irgendwie verteidigen, weil da einfach das Team gut zusammenpasst in den normalen Fällen. Und im Konter oder diesen schnellen, jetzt spielen wir mal zackig nach vorne, wird er sicherlich seine Schnelligkeit und seine Fähigkeiten im offensiven 1 gegen 1 und natürlich auch irgendwo die offensiven Läufe in den Strafraum da mit einbringen können. Also davon will ich schon ausgehen. Sehr schön. Du hast uns neugierig gemacht, möchte ich sagen. Also nachdem ich am Anfang so gar nicht viel mit ihm anfangen konnte, außer halt junger Spieler von Real Madrid, dann und es deswegen interessant wirkte, ist das jetzt durchaus schon ein bisschen mit mehr Fleisch am Knochen versehen. Habe ich Bock drauf, bin ich sehr gespannt. Hast du noch eine Frage, Jens? Gerade nicht, nee. Also die nächste Frage, die ich habe, ist, wann kann ich den jungen Mann endlich Fußball spielen sehen und mir mein eigenes Bild machen? Aber die kannst du, Ben, uns leider nicht beantworten. Nee. Wird er noch WM-Urlaub haben? Das stimmt. Ich glaube, wurde da nicht gesagt, dass er auf der USA oder nach der USA-Reise auf der USA-Reise hinzukommen soll? Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass alle zur USA-Reise zurückkehren. Okay. Jemand muss da, glaube ich, mal an die Tür gehen. Oder? Ja, das bin ich, aber deshalb wäre mir sehr verbunden, wenn wir das kurz zu Ende bringen. Okay. Ja, gut. Dann sagen wir Danke an Ben Bartmann, der uns sehr geholfen hat, uns einen Einblick zu geben zu Achraf Hakimi. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ihr findet Ben unter Ed Bartmann. Zum Champions League-Sieger. Zum marokkanischen Nationalspieler. Zum kommenden Champions League-Sieger, meinst du? Nee, er ist auch schon amtierende. Ja, ja, ich weiß. Ben Bartmann findet ihr auf Twitter unter @bartmann17 mit TH und 2N. Und dann könnt ihr... Die 17 natürlich, weil du Ole Dede so geil findest, wie wir alle, richtig? Nein. Schade. Versuch was wert, ja. Wenn ihr da also noch Fragen habt, dann könnt ihr euch direkt an Ben wenden. Vielen Dank, Ben, dass du dabei warst und uns mal einen Einblick gegeben hast. Vielleicht bietet sich das ja bei irgendeinem Spanien-Thema demnächst noch einmal an. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und uns auch. Ja, definitiv. Habe ich richtig Bock bekommen. Das ist immer positiv. Wenn ich am Ende Bock auf einen Spieler habe, dann ist das immer gut. Die nächste Ausgabe von Auf den Punkt gibt es wahrscheinlich noch zu Abdou Diallo. Da sind wir euch noch etwas schuldig. Aber die wird kommen. Wir haben da schon etwas festgezurrt. Das hat einfach terminlich noch nicht so ganz gepasst. Das machen wir noch. Dann reden wir auch über den neuen Innenverteidiger des BVBs, damit wir da auch hoffentlich dann so viel Bock drauf bekommen, wie wir jetzt auf Hakimi bekommen haben. Und dann geht es ja auch so langsam, aber sicher wieder los und man könnte mal ein bisschen über mehr reden als über einzelne Spieler, sondern vielleicht schon mal über die Vorbereitung und die kommende Saison und so weiter. Außerdem haben wir in der Vergangenheit so ein bisschen unser Portfolio aufgebaut. Ihr findet uns jetzt nicht nur bei iTunes und in sämtlichen Podcatchern, sondern auch bei Spotify und bei Deezer. Da könnt ihr uns also auch folgen, runterladen, abonnieren und nichts mehr verpassen. Das solltet ihr tun. Ansonsten aber auch wie immer in iTunes, den Podcatchern und auf YouTube. Und ja, Feedback von euch nehmen wir immer noch gerne an podcast@schwarzgelb.de oder bei Twitter @aufohren. Und jetzt habe ich genug gesagt. Der Werbeblock ist beendet. Ich wünsche euch eine schöne Post-WM-Phase. So langsam kann man sich ja die ganzen Testspiele wieder angucken. Viel Spaß dabei, erholt euch weiterhin gut und genießt die Sonne dort draußen. Jens hat das letzte Wort und bis bald. Ich mach's kurz. Her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.